Ich bin der Robert, ich bin Teamleiter im Java-Bereich in der Softwareentwicklung. Also ich glaube, man wird ganz gut rangeführt. Weiter dort sowas kann man sehr gut vom einfachen Softwareentwickler zum Softwareingenieur werden. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut, Leute auszubilden. Das Kennenlernen der Prozesse gibt es ja bei uns das Bootcamp. Das heißt, hier kriegt der Mitarbeiter mit, was muss ich im täglichen Alltag tun, um beispielsweise Urlaub zu beantragen oder ähnliches. Und fachlich hilft es, glaube ich, bei uns schon, dass er in ein festes Team kommt, was so ein bisschen als Familie fungiert, was nicht ständig wechselt, wo er sozusagen immer einen Ansprechpartner findet. Neben den klassischen Projektmanagement-Tools wie Jira und Confluence setzen wir natürlich auch in der Entwicklung sehr viele Sachen ein. Beispielsweise setzen wir sehr, sehr intensiv via Jenkins ausgefeilte Continuous Delivery und Continuous Integration Szenarien ein, um den Entwickler schnellstmöglich Feedback zu seiner Arbeit zu geben. Ich glaube, in meiner Karriere kann ich so drei Kunden nennen, die gänzlich unterschiedlich sind. Das ist auch, glaube ich, das, was den Job bei der DotSource ausmacht. Wir haben ein sehr, sehr kleines Projekt in kürzester Zeit, in 2 Monaten online gebracht. Des Weiteren war ich bisher auch im größten Projekt der DotSource, was über 3 Jahre Entwicklungszeit hatte. Und jetzt aktuell bin ich in einem Projekt, was international einen Fokus hat, also über Europa, USA, China, sodass man eigentlich immer was Neues sieht. Wenn so ein Thema aufkommt, findet man da immer ein offenes Ohr dafür, wie man sich dem erschließt. Als Beispiel bin ich jetzt auch in einer Gruppe, die sich mit dem Thema künstlicher Intelligenz beschäftigt, die sich versucht, dieses Thema möglichst ganzheitlich zu erschließen und das Ganze auch nicht nur auf einem abstrakten Marketing-Level, sondern wir versuchen da wirklich auch kleine Prototypen umzusetzen auf Basis von Cloud, APIs oder ähnlichen. Wir haben zum Beispiel einen Prototyp umgesetzt für das Produkt Hybris Commerce, wo es darum geht, dass eben über Bilderkennung Produkte automatisiert getaggt werden und somit auch vielleicht automatisiert kategorisiert werden können. Bei DotSource bin ich Hacker, weil auch wenn ich nur noch selten selbst zum Programmieren komme als Teamleiter, ich mich trotzdem immer mit den neuesten Trends und mit der neuesten Technik beschäftige.